Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Ein Kalenderblatt für Paul Büttner, der hatte einen Ruf als der letzte große deutsche Sinfoniker und der hatte interessanterweise auch einen Ruf als Spezialist für Arbeiterchöre. Die sind heute genauso wenig angesagt, Arbeiterchöre, wie die Musik, die Werke von Paul Büttner heute noch gespielt werden. Trotzdem ist sich Kalenderblatt-Autor Hartmut Schade sicher, Paul Büttner war einer der bedeutendsten Dresdner Komponisten und Musiker des 20. Jahrhunderts. Heute, vor 150 Jahren, wurde er geboren. Ungewöhnliches erleben die Besucher des Berliner Königlichen Opernhauses im Oktober 1917. Richard Strauss reicht seinen Dirigentenstab einem anderen Mann und verlässt das Pult. Er überließ den Taktstock dem Komponisten Paul Büttner aus Dresden, der hier seine dritte Sinfonie in D-Dur zum ersten Male zur Aufführung brachte. Schreibt Musikkritiker Walter Dahms in einer sich vor Begeisterung überschlagenden Konzertrezension. Spricht sich doch in diesen Werken endlich einmal der von uns allen so sehnsüchtig erwartete Vollblutmusiker, der Komponist von Gottes Gnaden aus. Niemand beklage die Armut unserer Zeit an wahrhaft schöpferischen Talenten, wenn Leute wie Paul Büttner unter uns leben. Paul Büttners Weg in die Konzertsäle kann man als ungewöhnlich bezeichnen. Der Sohn eines Glasarbeiters bekommt zwar mit 9 Jahren Geigenunterricht, studiert aber Oboe, weil er dort eine Freistelle bekommt. Komposition lernt er beim angesehensten Dresdner Komponisten der Jahrhundertwende, bei Felix Draeseke und bei der Listschülerin Laura Rapoldi-Kara. Beide, die Rapoldi und auch Draeseke, die hielten große Stücke auf Paul Büttner als Komponisten. Nur, dass er sich mit den Arbeitern eingelassen hätte, das wollte ihm gar nicht gefallen. Erinnert sich 1969 im DDR-Rundfunk Eva Büttner, seine Frau. Büttner ist geprägt vom proletarischen Milieu seiner Kindheit. Ab 1892 leitet er diverse Arbeiterchöre in und um Dresden, wird Bundesdirigent des Arbeitersängerchores. Nicht nur die üblichen Kampfeslieder übt er ein, auch Fausts Verdammnis von Berlioz, Brahms Lieder oder Der entfesselte Prometheus von Franz Liszt. Da hat Büttner einen verbindenden Text komponiert für Bariton mit Orchester. Büttner saß noch nach den Übungsstunden oft stundenlang beim Biere mit seinen Arbeitersängern zusammen und führte sie in die Werke ein und erzählte von den Meistern. Doch Büttner ist eben mehr als ein Arbeiterliedkomponist. Er komponiert Sonaten, Kammer- und Klaviermusiken und Sinfonien. 1915 bringt Gewandhauskapellmeister Arthur Nikisch mit der dritten erstmals eine Sinfonie in den Konzertsaal und löst damit den Büttner-Boom der frühen 20er Jahre aus. Wenn die Geschichte der Sinfonie des 20. Jahrhunderts behandelt wird, muss der Name Paul Büttner an bevorzugter Stelle stehen. Ist sich der Musikhistoriker Eugen Schmidt sicher. Und als 2002 ein kleines schwedisches Label Büttners vierte rausbringt, schlägt Christoph Schlüren in der Neuen Musikzeitung in die gleiche Kerbe. Man hört die knorrigen Fingerprints des alten Draeseke. Der nobel, gemütvoll gezügelte Affekt ist Brahms verwandt. Die harschen Blöcke im Finale eindeutig von Bruckner bezogen. Alles in allem kann ich nur konstatieren, Büttner war ein großartiger Symphoniker. Das Arbeiterkind Paul Büttner ist im Dresdner Kulturleben angekommen. Er wird Direktor des Konservatoriums. In seinem Haus treffen sich Künstler und Musiker. Bis zum Mai 1933. Da wird der linksstehende und mit einer jüdischen Musikerin verheiratete Büttner entlassen. Seine Werke dürfen nicht mehr aufgeführt werden. Er gerät in Vergessenheit und wartet noch immer auf seine Wiederentdeckung. Der Dresdner Komponist Paul Büttner wird geboren am 10. Dezember 1870.